Konfuzius sagt, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ein verlorener Tag. Das junge Mädchen kommt in den Himmel und möchte in die Abteilung der Jungfrauen aufgenommen werden. Dazu muss sie vor der gynäkologischen Himmelskommission erscheinen. Nach der Überprüfung meint der untersuchende Arzt, sie ist zwar noch Jungfrau, aber das Merkwürdige ist, sie hat 7 winzige Verletzungen der Jungfernhaut. Das ist wirklich sehr merkwürdig, meint Petrus und wendet sich an das Mädchen. Wie heißt du denn, mein Kind? Und das Mädchen schaut verlegen zu Boden und meint, Schneewittchen? Ein Sportler springt mit seinem Fallschirm ab. Er zieht an der hinteren Leine, der Fallschirm bleibt geschlossen. Er zieht vorne an der Reserveleine, aber auch dieser Fallschirm öffnet sich nicht. Er fällt weiter im freien Fall nach unten. Da sieht er einen Mann, der ihm entgegenkommt. Diesem ruft er zu, hey, reparieren Sie Fallschirme? Und der schreit zurück, nein, Gasflaschen! 2 Männer, welche gerade aus der Kneipe kamen, unterhalten sich mit schwerer Zunge. Sagt der eine, hey, der Mond ist aber heute schön grün. Darauf der andere, du Spießer, der Mond ist rot. Dies geht jetzt so eine ganze Weile hin und her, bis einer der beiden auf die Idee kommt, eine dritte Person um Rat zu fragen. Sie, sagen Sie mal, ist der Mond heute grün oder rot? Darauf schaut der Befragte nach oben und meint, welchen meinen Sie, den linken oder den rechten? Konfuzius sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöhen deine gute Laune um mindestens 400%.